Und es geht direkt weiter, nämlich sind diesmal die Bruchkätzchen an der Reihe. Ja, was die drei Mädels, die mich ja inzwischen schon sehr gut kennen, und die Trainerin mir so alles zu erzählen haben, das hören wir uns jetzt natürlich mal an. Also, ihr zwei seid die Trainerin der Bruchkätzchen. Wie geht es überhaupt los, bevor es ja, auf die Bühne geht? Also, wir wärmen uns auf, dehnen uns, dann wird der Tanz wird gestellt. Das machen wir halt jetzt alles schon, bevor das Training beginnt. Musik aussuche, schneide. Ja, wie läuft denn so eine Trainingseinheit überhaupt ab? Wir ziehen uns um. Dann kommen wir vorne zu den Trainer, die sahen irgendwas, dann rufen die uns auf, ob wir alle durch sind. Ja. Und dann stellen wir uns auf und üben den Tanz. Erstmal ohne Musik und dann mit Musik und jetzt erzählen wir. Wie viel Arbeit ist es denn überhaupt, also insgesamt, bis wirklich das rauskommt, was ihr überhaupt sehen wollt? Ja, es ist schon viel Arbeit. Wir fangen ja jetzt auch, also jetzt nach der Saison machen wir immer Pause. Und dann fangen wir nach den Osterferien wieder an, sprich im April ist es meistens. Und dann trainieren wir halt schon, bis die Saison losgeht. Also einmal und im Herbst als sogar zweimal. Wie anstrengend ist denn überhaupt so, diese 3 Minuten durchzutanzen? Es ist nicht so anstrengend, es geht. Okay. Was muss man denn beachten? Ist es eher wichtig, dass es synchron ist oder dass ihr euch nicht irgendwie im Weg steht? Worauf müsst ihr denn überhaupt achten? Dass wir Spannung haben. Ja, stimmt. Und das mit den Lachen. Ja. Oh je, das mit der Spannung, da hapert es noch ein bisschen bei mir. aber das kriegen wir auch noch hin. Also wir freuen uns wirklich immer über jedes Bruchkätzchen, vor allem wenn sie motiviert sind, Spaß dran haben, weil für mich gibt es nichts Schöneres, wenn sie dann am Schluss von der Kampagne auf der Bühne stehen und tanzen und es klappt irgendwie doch immer, auch wenn man vorher denkt, oh Gott, kommt immer, Sarah, Jasmin, jetzt waren euch so Gedanken, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und also es ist echt toll, es macht Spaß mit ihnen. Ja. Manchmal zwar ist es anstrengend, aber ich denke, die sind auch eine tolle Gruppe und jeder willkommen bei uns. Du hast das Abschlusswort. Ja, ich hab's ja, wie gesagt, wir nehmen auch Jungs. Jungs, die Spaß am Tanzen haben. Gehört. Jungs nehmen wir, wie gesagt, natürlich auch. Hatten wir schon mal, aber ist nicht so lange dabei geblieben. Aber wir nehmen auch Jungs im Alter von 6 bis 10 Jahren. Und Mädels auch auf jeden Fall. Okay, also ihr habt es gehört. Jungs, Haare wachsen lassen und ab zu den Bruchkätzchen. Wie sieht's eigentlich aus? Möchtest du denn mal Prinzessin werden? Vielleicht. Okay, das merke ich mir mal vor. Wie sieht's mit dir aus? Auch vielleicht. Auch vielleicht. Sag jetzt nichts Falsches. Vielleicht. Weil es so schön mit euch war und ihr so toll getanzt habt, wollen wir den Zuschauern einfach nochmal den Tanz zeigen aus 3 oder ich glaube sogar 4 Kamerapositionen und würden sagen, verabschieden wir uns einfach mal mit einem dreifach donnernden Ra! Ra! Lau! Ra! Lau! Ra! Lau! Das habe ich auch schon mal besser hingekriegt.